Beim Koch-Event im Kaufhaus Tirol stand Küche, Kochen und Essen im Mittelpunkt. Das Kaufhaus ist in eine Haubenküche verwandelt worden und hat 3 kulinarische Tage der Extraklasse gemeinsam mit dem Genussportal Kulinarium Österreich bieten können. Das ist richtig. Also wir haben alles hier komplett organisiert. Natürlich mit dem Kaufhaus Tirol zusammen, ganz klar. Aber wir haben die Köche mit rangebracht, die bei uns auch schon im Kulinarium sind, die schon Rezepte dort gepostet haben. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen. In der Saturn-Showküche mit den neuesten Küchengeräten haben die Spitzenköche gerührt, geschnippelt, gebraten, gedünstet und moderne Küche direkt vor Publikum präsentiert. Wir haben am Donnerstag angefangen mit Spargel. Daraus haben wir heute eine Spargelsuppe gemacht. Wir haben jetzt den Beefer vorgestellt, das neue Grillgerät mit Steaks gegrillt. Fisch kommt jetzt noch mit Risotto und wir haben eigentlich viel regionale Produkte und ich hoffe, den Leuten hat es auch gepasst und die Menschenmenge hat auch gepasst und super. Die Speisen haben bei der Gratisverkostung riesen Anklang gefunden. Die Köche haben mit ihren Rezepten aber nicht nur für Gaumenfreuden gesorgt, sondern dem Publikum auch vermittelt, dass Kochen Freude macht. Ja, also ich tue es irrsinnig gern. Mir taugt das mit den Leuten zusammenarbeiten, direkt am Gast zum Arbeiten. Es ist einfach ein schönes Arbeiten. Ohne Spaß zur Arbeit braucht man nicht in der Küche reingehen, braucht man nicht in eine Tischlerei reingehen, egal in welcher Sparte. Wenn man nicht mit der Freude arbeiten geht, ist es gescheiter, man bleibt daheim. Spaß am Kochen hatten auch die Kinder aus der Kinderwelt im Kaufhaus Tirol. Ganz unter dem Motto, früh übt sich, wer ein Meister werden will, haben sie gleich mitgekocht und die kleinen Köche wissen schon genau, wie die Pizza gemacht wird. Zuerst nimmt man Teig, nachher tut man Mehl rauf. Nachher tut man Käse rauf, nachher einen Schinken und das war alles. Dem Spitzenkoch ist es wichtig, dass auch die Kleinsten schon fürs Kochen begeistert werden. Kinder sind die Gäste der Zukunft, die muss man ein bisschen pflegen, ein bisschen hegen. Und wenn man das gut macht, dann kommen sie später wieder in die Haubenküche rein. Also ist es im Prinzip das Gleiche. Haubenküche im Kaufhaus Tirol. Einmalig, erstmalig, aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Angesichts des großen Erfolgs wird eine Wiederholung nicht lange auf sich warten lassen. Ja, das erhoffen wir uns natürlich und wir würden es gern machen. Also wir haben jetzt uns erprobt und wir werden das nächste Event bestimmt planen. Ja, wir sind dabei.